Liebe Zuschauer, die Aktienmärkte rüttelt ordentlich durcheinander, doch die Daimler-Aktie hält sich vergleichsweise stabil. Obwohl, oder vielleicht weil, BMW gerade wieder zum neuen Angriff bläst und Marktführer werden will, überall und immer. Allerdings ist das zeitliche Fenster noch relativ groß bis dahin. Was macht die Daimler-Aktie aktuell denn so stark? Fragen wir Vivien Sparrenberg von Vontobel. Schönen guten Tag, Frau Sparrenberg. Hallo, Frau Erhard. Ja, noch ist Daimler das Maß aller Dinge. Aber BMW möchte sich sozusagen die Krone wieder zurückholen. Die Januarzahlen zeigen aber auch Daimler vorne vor BMW und Audi. Wodurch vor allem, die Märkte sind ähnlich, die Modelle sind ähnlich. Was macht Daimler denn, wenn überhaupt, anders? Daimler macht anders, dass sie in bestimmten Segmenten eigentlich relativ gut fahren. Vor allem die Elektroautos, die SUVs laufen bei Daimler relativ gut. Aber auch der deutsche Markt und auch China laufen bei Daimler im Moment relativ gut. Im Januar haben sie sehr gute Zahlen abgeliefert. Das war der beste Januar, seit das Unternehmen gegründet worden ist oder seit der Unternehmensgeschichte. Auch in China war es der beste Januar seit daher. Also gab es nichts Besseres vorher. Für Daimler ist das Jahr sehr, sehr gut gestartet. Sie haben ungefähr 190.000 Fahrzeuge verkauft. BMW lag damit 170 inklusive Mini ein bisschen weiter drunter. Auch Audi hat einen kleinen Rücksetzer da gehabt, aber deren Zahlen waren auch sehr, sehr gut. BMW und Daimler ist so das ewige Duell der deutschen Autobauer, wenn man Volkswagen mal rausnimmt. Aber Daimler hat da schon die Nase vorn, vor allem weil sie gerade durch ihre neuen Modelle auch in China gerade sehr gut ankommen. Mit welchen neuen Modellen? Ich meine, allein in Deutschland ein Absatzplus von 21%. Sie sagten schon, China sehr stark. Insgesamt 8,4%. Außer Smart läuft gerade nicht so. Smart läuft gerade nicht so. In Deutschland haben sie ein Plus verzeichnet, aber in den anderen Märkten ist Smart ungefähr 4,4% der Absatz runtergegangen, auch im Januar. Die kleinen Fahrzeuge sind anscheinend nicht so gefragt in den anderen Märkten. Da sind eher die SUV, also die großen Fahrzeuge oder auch die E-Klasse, ist da eher gefragt, wie jetzt zum Beispiel der kleinere Wagen. Da haben sie eigentlich schon relativ gute Absätze gefahren. Die SUV-Sparte hat 10% gemacht, die S-Klasse 25% und in der E-Klasse sind es auch schon mal 10%. Also eigentlich auf allen Sparten sind sie durchweg positiv. Für den Anleger zählt aber die Zukunft. Die sieht BMW für sich rosiger, auch wenn Gewinn, Umsatz und Absatz bei Daimler 2017 Rekordwerte erreicht haben oder erneut erreicht haben. Was spricht für Daimler, was für BMW, wo man doch im Moment sagt, Zielgruppe ist ähnlich, Märkte sind ähnlich, China, Modelle sind weitgehend auch ähnlich. Das stimmt, ja, sie sind weitgehend ähnlich. Wenn man sich zum Beispiel China anguckt, da sind ja die großen BMW 5er, das sind so die Marken, die man da auch gerne kauft. Aber gerade die Premium-Segmente sind in dem Sinne, wenn man BMW und Daimler jetzt mal gegeneinander stellt im Premium-Segment, doch relativ ähnlich. Die Ausstattung von den Autos ist relativ ähnlich. Man hat die Modellklassen auch relativ ähnlich gestaffelt. Wenn man jetzt auch mal auf die Märkte schaut, ist zum Beispiel China auf beiden Seiten relativ stark und auch relativ wichtig als Absatzmarkt. Deshalb ist zu sehen, dass man sich so ein bisschen auf China auch konzentriert, was die da wollen. Und da sind wahrscheinlich in den nächsten Jahren die E-Autos sehr, sehr groß im Kommen oder sehr gut nachgefragt. Da ist der Daimler sehr, sehr gut aufgestellt. Im Moment BMW haben die E-Klassen auch auf den Markt gebracht. Da sind sie auch gut aufgestellt. Hier ist es eigentlich wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was im Endeffekt die Kunden nachfragen oder was am Ende gewollt wird. Das ist immer noch eine Frage, was in die Zukunft geblickt werden muss. Nun sind ja die zwei oder drei nicht alleine auf der Welt, sondern es ist ein globaler Wettbewerb. Dennoch hält sich die Daimler-Aktie aktuell in einem relativ ruppigen Gesamtmarkt relativ gut. Nach einer recht fulminanten Erholung ab Spätsommer 2017. Warum geht es Daimler weniger an den Kragen als den meisten anderen Aktien aktuell? Also der Gesamtmarkt ist ja ziemlich gedrückt worden in letzter Zeit. Da ist auch Daimler nicht ganz von verschont geblieben. Sie haben aber doch aufgrund ihrer guten Absatzzahlen und die Aussicht, dass sie zum Beispiel einen Elektrosprinter bringen sollen, relativ gut gehabt. Aber was nach Analystenmeinung auch eigentlich die Korrektur so ein bisschen vorweggenommen hat, ist, dass der Geely-Konzern in China eigentlich der Großaktionär bei Daimler sein werden wollte. Also es ist noch ein Gerücht, es steht noch aus. Das hat so ein bisschen die Stütze gegeben für Daimler, aber auch die Aussichten für 2018, die nicht gerade schlecht sind. Das, Anteile von Geely hatte Daimler letztes Jahr noch abgelehnt. Da war keine Bereitschaft zu einer größeren Zusammenarbeit. Aber schauen wir mal, was kommt. Sie sagen, im Moment wäre ein Bonus-Cap-Zertifikat gar keine schlechte Idee. Nun kann man sagen, ja, die Volatilität ist wieder zurück an den Märkten. Damit verbessern sich die Konditionen für solche Produkte.
11% Rendite bergen aber auf der anderen Seite auch ein erhebliches Risiko, was sich hier in diesen beiden Zahlen ausdrückt. Genau, also die Rendite ist gemessen auf das Laufzeitende, also ungefähr 7 Monate läuft das Produkt noch. Das Risiko ist, dass die Barriere gerissen wird, im Moment 15% vom aktuellen Kurs entfernt. Also wenn die Aktie 15% nach unten geht und die Barriere reißt, dann ist hier das Risiko, dass man Aktien geliefert bekommt. Das Cap oder der Cap ist bei 80 Euro gesiedelt, das ist auch ungefähr das 12-Monats-Kursziel von Bloomberg für die Daimler-Aktie auf 12 Monate gesehen. Sollte sie die Barriere nicht reißen, gibt es im Laufzeitende dann die 80 Euro ausgezahlt. Evelyn Sparrenberg, vielen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, gute Absatzzahlen, Rekordzahlen 2017 und Interesse von Geely aus China an Daimler, das hält die Aktie vergleichsweise stabil. Nun könnte man sagen, könnte man die Aktie direkt kaufen? Ja, das Kursziel der Analysten liegt im Mittel bei ungefähr 80 Euro, noch deutlich Luft nach oben. Im Moment verbessern sich allerdings auch die Konditionen für Anlagezertifikate, sodass das möglicherweise eine Alternative sein kann. Was aus Daimler und Geely wird, natürlich, wenn es soweit ist, hier bei der Aktionär TV.